Am 12. August 2022 erhielt das Sekretariat für Bürgersicherheit in Mexiko-Stadt eine Meldung von Mietern eines Wohnkomplexes. In der Meldung hieß es, dass aus der Wohnung Nummer 301 ein unangenehmer Verwesungsgeruch komme. Die Anwohner befürchteten, dass in der Wohnung etwas Schreckliches passiert sein könnte. Sie hatte bereits die Polizei zu der Adresse gerufen, weil es in derselben Wohnung zu einer Schlägerei gekommen war. Niemand konnte sich jedoch vorstellen, dass ein einfacher, zumindest auf den ersten Blick häuslicher Streit so enden würde. Alles begann am 6. August desselben Jahres, als es in der besagten Wohnung zu einem Streit kam. Zunächst waren die Nachbarn nicht sonderlich beunruhigt, denn es handelte sich um eine übliche Auseinandersetzung. Nach einiger Zeit eskalierte der Streit jedoch und aus der Wohnung drangen laute Geräusche, Drohungen und Hundegebell. Die Nachbarn beschlossen daraufhin, die Polizei zu rufen. Wenige Minuten später traf eine Streife ein. Die Beamten klingelten an der Wohnungstür, aus der der Lärm gekommen war, aber niemand öffnete. Schließlich beschlossen sie, die Wohnung zu verlassen, da sie glaubten, der Familienstreit sei beendet. In der Wohnung lebten die 18-jährige Carla Fernanda und ihr Hund, ihre Mutter Paula Georgina und ihr geistig behinderter Onkel Juan Carlos. Am nächsten Tag schien sich die Atmosphäre in der Wohnung zu beruhigen, was angesichts der täglichen Auseinandersetzungen in der Familie eher ungewöhnlich war. In der Zwischenzeit war Paola, die als Putzfrau arbeitete, nicht zu ihrer Schicht erschienen. Die Händler auf dem örtlichen Markt bemerkten unter anderem die Abwesenheit von Carla und ihrem Onkel, die normalerweise auf der Straße sangen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auch die Nachbarn sahen keines der Familienmitglieder mit dem Hund spazieren gehen. Das war normalerweise Carlas Aufgabe, da es ihr Haustier war. 6 Tage sind vergangen. Die Bewohner des Hauses bemerkten allmählich die Abwesenheit ihrer zänkischen Nachbarn und den üblen Geruch, der aus ihrer Wohnung strömte. Aus diesem Grund haben sie, wie wir bereits wissen, die Polizei gerufen und ihr Anliegen vorgebracht. Da die Polizei nicht in der Lage war, die Wohnung zu betreten, forderte sie die Feuerwehr an. Diese wiederum brach die Eingangstür relativ schnell auf. Nachdem die Einsatzkräfte die Wohnung betreten hatten, nahmen sie sofort einen unangenehmen Geruch wahr. Bei der Durchsuchung der Räume sahen die Beamten zunächst einen verwirrt wirkenden Pitbull auf dem Sofa sitzen, dann seine Besitzerin Carla. Mithilfe des Tierschutzteams gelang es den Beamten, den Hund zu fangen, der ihnen den Weg in andere Räume versperrte. Wenig später konnten sie die Quelle des Geruchs ausfindig machen. Die Leichen von Paola und Juan Carlos. An den Körpern der Opfer wurden verschiedene Anzeichen körperlicher Misshandlungen sowie Verletzungen durch mehrere Hundebisse festgestellt. Nach einem Abgleich der Fakten nahm die Polizei Carla als Hauptverdächtige der Tat fest. Als man ihr Handschellen anlegte, schien sie nicht bei Sinnen zu sein. Sie schien nicht zu verstehen, was vor sich ging. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Verdächtigen um eine sehr aggressive und gewalttätige Person handelte. So wurde sie zumindest von ihren Nachbarn beschrieben. Nach ihren Angaben konsumierte sie illegale Substanzen und hatte auch täglich Streit mit ihrer Mutter und ihrem Onkel, um die sie sich aufgrund ihrer Lebensumstände kümmern musste. Carla wurde 2004 geboren. Ihre Mutter Paola zog sie alleine auf. Ihr Vater wurde wegen Diebstahls verhaftet und saß zu dieser Zeit im Gefängnis. Carla hatte ihn nie gesehen. Auch nach seiner Entlassung interessierte er sich nicht für ihr Leben. Als Carla 4 Jahre alt war, kam es in ein Internat. Der Grund dafür war, dass ihre Mutter beschuldigt wurde, sie zu misshandeln. Als Carla 5 Jahre alt war, wurden ihr starke Beruhigungsmittel verschrieben. Zu dieser Zeit lebte sie bei ihrer Mutter, ihrem Onkel und ihrer Tante. Die Umgebung, in der sie aufwuchs, war ein wichtiger Faktor für den Charakter und das Verhalten des Mädchens. Ihre eigene Mutter kümmerte sich nicht um sie und Sozialarbeiter, die die Familie besuchten, stellten fest, dass Carla hungrig war und schmutzige Kleidung trug. All diese Beobachtungen zeigten deutliche Anzeichen von Vernachlässigung durch die Mutter. Während der Grundschulzeit zeigte das Mädchen unsoziales Verhalten, war aggressiv und konnte sich nicht an das schulische Umfeld anpassen. Carla war anders als die anderen Kinder und kam weder mit ihren Mitschülern noch mit den Lehrern zurecht.
Sie konnte einfach nicht in der Klasse sitzen und suchte ständig nach Möglichkeiten, sich von allen anderen zu entfernen und sich zu isolieren. Mit der Zeit wurde ihr Verhalten immer schlimmer. Als sie in die zweite Klasse kam, bat der Schulleiter Experten um Hilfe, da er den Eindruck hatte, dass Carla offensichtlich psychische Probleme hatte. Die Experten setzten sich schließlich mit der Mutter des Mädchens in Verbindung und teilten ihr mit, dass ihre Tochter in ein Kinderzentrum für umfassende psychische Gesundheit überwiesen werden müsse. Paola lehnte dies jedoch mit der Begründung ab, sie habe keine Zeit dafür. Die Lehrer in der Schule bemerkten, dass Carlas Mutter ihr gegenüber sehr gewalttätig und aggressiv war. Sie war unhöflich zu ihr und verbot ihr, ihre Gefühle und Emotionen auszudrücken. Mit anderen Worten, sie interessierte sich überhaupt nicht für die geistige Gesundheit ihres Kindes. Carla musste sich unter anderem um ihren Onkel kümmern, der geistig zurückgeblieben war. Es scheint, dass all diese Faktoren zusammengenommen das Mädchen gebrochen haben und es nicht mehr in der Lage war, seine Aggression und Wut zu kontrollieren. Oft hörte man sie ihre Mutter und andere bedrohen. Im Alter von 14 Jahren war sie bereits straffällig geworden und hatte unter anderem Familienmitglieder angegriffen. Im Dezember 2000 schlug Carla einen Nachbarn mit einem Schraubenzieher. Generell kam es häufig zu Konflikten mit anderen Mietern, die sie mieden und als geistig verwirrt bezeichneten. In sozialen Netzwerken erschien das Mädchen wie alle anderen in ihrem Alter. Sie interessierte sich für Popkultur, verfolgte das Leben von Prominenten und postete Videos mit ihrem Pitbull. Um etwas Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ging Carla auf den Markt und sang für die Passanten, oft in Begleitung ihres Onkels. Auf der einen Seite zeigte das Mädchen den Anschein eines normalen Teenagerlebens, auf der anderen Seite wurde sie von der harten Realität der Welt um sie herum von Tag zu Tag überwältigt. Einen Monat vor dem Vorfall wandte sich die Mutter des Mädchens an die Staatsanwaltschaft und erstattete Anzeige gegen Carla. Sie befürchtete, dass ihre Tochter ihrer Gesundheit irreparablen Schaden zufügen könnte. Das Mädchen habe bereits mehrmals gedroht, sie umzubringen und ihren Hund auf sie gehetzt. Aus diesem Grund beschloss Paola, sich an die Behörden zu wenden. Trotz ihres Verdachts ergriffen die Strafverfolgungsbehörden nicht die erforderlichen Maßnahmen. Sie dachten, es handle sich nur um eine weitere Anzeige. Zu diesem Zeitpunkt ahnten sie noch nicht, dass es so enden würde. Denn Carla geriet erneut in Streit mit ihrer Mutter und griff sie und ihren Onkel in Begleitung ihres Hundes an. Die Obduktion der Leichen ergab, dass die beiden Opfer nicht nur Stich, sondern auch Bisswunden von dem Tier hatten. Das Mädchen gestand schließlich den Mord an ihren Verwandten und wurde angeklagt. Nach Ansicht des Richters hatte die Staatsanwaltschaft genügend Beweise für die Schuld des Mädchens vorgelegt, aber Carlas Geisteszustand war noch nicht geklärt. Aus diesem Grund wurde sie nicht ins Gefängnis, sondern in ein Rehabilitationszentrum verlegt. Dort wird sie sich einer Behandlung unterziehen, nach der über ihr weiteres Schicksal entschieden wird. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video. John Venables wurde am 13. August 1982 geboren. Er war der Sohn von Susan und Niall Venables. Sie lebten in Kirkby, einer Stadt im Nordosten Englands, 10 Kilometer von Liverpool entfernt. John hatte zwei Brüder, Mark und Michael. Sie lernten aufgrund der seit ihrer Kindheit vorhandenen verminderten Lernfähigkeit nach speziellen Programmen. Von klein an war John unsicher, da sich seine Eltern oft voneinander trennten und danach wieder zusammenkamen. Außerdem schrie seine Mutter ihn oft an. In der Schule verhielt sich der kleine John unruhig und wurde gemobbt. Daher verhielt er sich sowohl in der Schule als auch zu Hause aggressiv, was letztendlich zu seiner Versetzung in eine andere Bildungseinrichtung führte. An der neuen Schule freundete er sich mit einem Jungen an, der nur ein paar Tage jünger war als er. Sein Name war Robert Thompson. Er wurde am 23. August 1982 in einer schwierigen Familie in Kirkby geboren. Der Vater verließ die Familie, als Robert gerade erst 5 Jahre alt war.
Seine Frau Anne, die er schlecht behandelte, blieb allein mit 7 gemeinsamen Kindern. Sie brachte ein weiteres Kind von einem neuen Partner zur Welt, aber die Trennung ihres vorherigen Mannes setzte ihr doch noch sehr stark zu. Sie begann an Depressionen zu leiden und viel Alkohol zu trinken. Eines Tages unternahm sie einen Selbstmordversuch, indem sie eine große Dosis Tabletten zu sich nahm. Trotz all dem war Robert ein zielstrebiger und einfallsreicher Junge. Er stritt sich oft mit seinen Brüdern. Trotzdem hatte er eine gute Beziehung zu seinem jüngeren Bruder Ryan. Doch trotz seiner Zuneigung ihm gegenüber behandelte er ihn auch nicht sehr gut. Obwohl er wie ein harter Junge aussah, war er doch nur ein Kind. Er interessierte sich sehr für die Spielzeugtrolle, welche er sammelte. Als er sich mit John Venables anfreundete, fanden die beiden Jungs schnell heraus, dass sie ähnliche Hobbys hatten. Da ihre Charaktere aber sehr unterschiedlich waren, ergänzten sie sich gut. Oft fehlten sie gemeinsam im Unterricht und stahlen stattdessen etwas in Geschäften. Am Morgen des 12. Februars 1993 trafen sich John und Robert auf der Straße. Anstatt zur Schule zu gehen, versteckten sie ihre Schulranzen und gingen zum Strandeinkaufszentrum im Stadtteil Bottle. Die Gegend galt als eine der gefährlichsten in der Stadt, aber die Kinder fühlten sich dennoch sicher, als sie durch die Gänge des Einkaufszentrums spazierten. Sie gehörten zu den einzigen, die Schuluniformen anhatten. Zu dieser Tageszeit war es dadurch offensichtlich, dass sie die Schule schwänzten. Die Ladenbesitzer ließen sie daher nicht aus den Augen. Und doch war dieser Tag profitabel für die Jungs. Ihnen gelang es, Batteriezellen, Baufarbe und ein Spielzeugtroll zu stehlen. Irgendwann hatten sie einen schrecklichen Einfall. »Lass uns ein Kind stehlen«, sagte einer zum anderen. Es ist bis jetzt immer noch nicht bekannt, wer von ihnen das genau vorschlug. Doch sobald sie zu ihrer Einigung kamen, wichen sie nicht mehr von ihrem Plan ab. Fast 3 Jahre vor diesen Ereignissen, am 16. März 1990, wurde James Patrick Bulger geboren. Er war das einzige Kind von Denise und Ralph Bulger. Als die junge Denise 22 oder 23 Jahre alt war, verlor sie ein Baby während der Schwangerschaft. Aufgrund dessen bemutterte sie James sehr, als dieser geboren wurde. Das Kind war sehr aufgeweckt und verspielt. Er hatte immer ein Lächeln auf seinem Gesicht. Denise ließ nie zu, dass er sich von ihr zu weit entfernte. Am Freitag, dem 12. Februar 1993, war es etwas mehr als ein Monat bis zum 3. Geburtstag von James. An diesem Tag fragte eine Freundin von Denise' Bruder Nicole, ob sie mit ihr zum Einkaufszentrum Strand gehen möchte. Denise stimmte zu und natürlich nahm sie James mit. Sie gingen am Nachmittag dorthin. Zuerst warteten Denise und James vor dem Bekleidungsgeschäft auf Nicole, weil sie etwas austauschen musste. Dort ließ Denise den Jungen kurz aus den Augen. Doch sie konnte ihn schnell finden, da er laut anfing zu weinen, als er alleine gelassen wurde. Nach dem Bekleidungsgeschäft gingen sie zur Metzgerei. Auf dem Weg waren sie gezwungen, oft anzuhalten, da James viel Energie hatte, die er loswerden musste. In einem Geschäft machte er ein Durcheinander im Bereich der Kinderbekleidung und in einem anderen schnappte er sich Süßigkeiten. Als sie schließlich an der Metzgerei ankamen, überlegte Denise, James für eine Minute draußen zu lassen. Der Kauf wäre schnell gemacht und er wollte so oder so nicht an ihrer Hand laufen. Doch der Fleischkauf dauerte etwas länger als erwartet. Als Denise rauskam, konnte sie ihren Sohn nicht mehr auffinden. Gerade sah sie ihn noch, wie er mit Zigarettenstummeln spielte, und jetzt war von ihm keine Spur mehr zu sehen. Dieses Mal war auch kein Weinen zu hören, das auf den Standort des Jungen hindeuten könnte. Noch bevor Denise und ihr Sohn einkaufen gingen, liefen Robert und John durch das Einkaufszentrum und suchten nach einem Kind, das entführt werden könnte. Das Motiv für die Tat ist noch immer unbekannt. In dem Bekleidungsgeschäft, in dem Nicole den Umtausch machte, bemerkten die Schwänzer 2 mögliche Opfer, eine Schwester und einen Bruder, welche 3 und 2 Jahre alt waren. Nebenan sahen sie dann aber den kleinen James Bulger in einem blauen Mantel, der vor einer Metzgerei Bonbons lutschte. John ging zu James und rief ihm zu: »Komm, Kleiner!« James hörte es und ging zu ihnen. Dann nahm John ihn an die Hand. Manchmal lief James den Jungen voraus, aber sie ließen ihn die ganze Zeit nicht weit von sich entfernt. Alle 3 verließen das Einkaufszentrum gemeinsam und sahen wie 3 Brüder aus. Dies alles passierte um 15.42 Uhr, kurz bevor Denise den Laden verließ und bemerkte, dass ihr Sohn verschwunden war. Die Mutter begann sofort mit der Suche. Im Büro des Sicherheitsdienstes beschrieb sie das vermisste Kind. James wurde daraufhin über den Lautsprecher gerufen, doch ohne Erfolg.
Die Vermisstenanzeige wurde bei der Polizei erst aufgegeben, nachdem alle Geschäfte des Einkaufszentrums durchsucht wurden. Es war schon eine halbe Stunde vergangen, seit James verschwunden war. Zu dieser Zeit marschierten die Kinder ohne anzuhalten durch die Straßen. In der Nähe des Einkaufszentrums verläuft der Leeds-Liverpool Channel. Die Jungen gingen an diesem Kanal entlang und erreichten einen ziemlich abgelegenen Ort. Dort scherzten John und Robert darüber, wie es wäre, wenn sie James ins Wasser stoßen würden. Sie versuchten, ihn an den Rand zu bringen, damit er ausrutschte, aber der Junge weigerte sich. John und Robert packten James letztendlich und warfen ihn dann kopfüber auf den Boden. James schlug auf und verletzte sich dadurch. Er lag auf dem Boden und weinte vor Schmerzen. Die beiden Jungen beschlossen zu fliehen und ließen das Kind an diesem Ort zurück. Doch genau zu diesem Zeitpunkt ging eine Frau an ihnen vorbei. Sie bemerkte das Kind und nahm an, dass es mit den beiden älteren Jungen zusammen war. Robert und John hatten Angst, dass James und seine Wunde sie verraten würden und kehrten deshalb zu ihm zurück. Sie riefen ihn wieder. Überraschenderweise stand das Kind auf und folgte den Jungen erneut. Sie überdeckten die Wunde am Kopf von James mit der Kapuze seines Mantels und machten sich auf den Weg in eine belebtere Straße. Viele Leute sahen die drei Kinder, einige bemerkten sogar einen Schnitt auf James' Stirn, doch niemand unternahm irgendetwas. Es gab keinen ernsthaften Grund, sich um das Kind Sorgen zu machen. Ihr Weg war lang, mehr als 1,5 Kilometer. Natürlich wurde der kleine James müde. Er protestierte und weinte, aber die Entführer schleppten und schlugen ihn, damit er weiterging. Sie traten ihn sogar in seine Rippen. Auf dem Weg begann James mehrmals zu schreien und seine Mutter zu rufen. Er versuchte irgendwann sogar zu fliehen, doch als er fast die Straße voller Menschen erreichte, holten die Jungen ihn ein. Ein paar Passanten fragten sie, was sie ohne ihre Eltern hier machen, aber niemand hielt sie auf. Sie kamen schließlich an einem verlassenen Ort an. Robert und John trugen James abwechselnd auf den vor ihnen gelegenen Berg und beschlossen danach, sich auf den dortigen Stufen auszuruhen. Eine ältere Frau kam zu ihnen, als sie die Wunden von James bemerkte. Er war ganz rot vor Weinen und von den vielen Schlägen. Die Frau fragte, was hier los sei. Die Jungen antworteten, sie wüssten es nicht. "Wir haben ihn auf dem Hügel gefunden", sagten sie. Mit der Annahme, dass die Kinder Hilfe suchten, sagte die Frau ihnen, wie sie zur nächsten Polizeistation gelangen konnten. Die Jungen machten sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Insgesamt legten sie bereits eine Strecke von 3 Kilometern zurück. In einem Geschäft fingen zwei Frauen an, mit ihnen zu sprechen. John und Robert sagten, sie hätten den verlorenen James im Strandeinkaufszentrum gefunden und würden jetzt zur Polizei gehen. Doch es stellte sich heraus, dass Robert dieses Spiel nicht mehr mitspielen wollte. Nervös ließ er die Hand von James los und schaute weg. Aber John sagte ihm, er solle das Kind weiterhin halten. Robert gehorchte. Eine der Frauen fragte James, ob mit ihm alles in Ordnung sei, aber er antwortete nicht. Als sie ihnen anbot, sie zur Polizeiwache zu bringen, versicherte John ihr, dass sie den Weg kennen. Daraufhin gingen die drei Jungs schnellstmöglich weg. Unterwegs besuchten sie weitere Geschäfte und blieben sogar auf der Straße stehen, um einen Brand zu beobachten. Außerdem trafen sie bekannte Kinder auf dem Weg, welche fragten, was der kleine Junge bei ihnen machte. Robert antwortete, es sei sein Bruder, und sie gingen weiter. Sie kamen schließlich zu Bahngleisen. Mindestens 4 Kilometer hatten sie bereits zurückgelegt. Dort bemerkten sie Menschen. Dann sagte einer der Jungen laut, "Ich habe meinen kleinen Bruder satt, ich bringe ihn die ganze Zeit zur Schule, ich werde meiner Mutter sagen, dass ich nicht mehr auf ihn aufpassen will." Es passierte um 17.30 Uhr. Sie gingen wieder auf die Straße der Stadt, wo sie eine Weile mit James spielten. Obwohl die Polizeistation und das Haus von Robert in der Nähe waren, kehrten sie zu den Gleisen zurück. John Venables und Robert Thompson verhielten sich jetzt anders als zuvor. Zuerst rissen sie James' Kapuze ab und warfen sie in die Büsche. Dann zwangen sie das Kind durch ein Loch im Zaun durchzuschlüpfen. An den Gleisen holten sie die gestohlene blaue Farbe heraus und schütteten sie über James. Er fing an zu schreien, als ihm die Farbe in sein linkes Auge tropfte. Die Angreifer nutzten alles, was um sie herum war, um ihrem Opfer Schaden zuzufügen. Sie traten ihn, warfen Ziegelsteine auf ihn und schlugen ihn mit einem Stahlstock auf den Kopf. Sie zogen ihm Schuhe, Hose und Unterwäsche aus. Höchstwahrscheinlich misshandelten sie ihn auch sexuell, indem sie Batterien in seinen Arm einführten, die sie zuvor aus einem Einkaufszentrum stahlen. Schließlich legten sie ihn halbnackt auf die Gleise und bedeckten seinen Kopf mit Ziegelsteinen. Nachdem John und Robert weggingen, verblutete James.
Er hatte zu viele Verletzungen am ganzen Körper. Als der Zug kam, war es um ihn endgültig geschehen. Die Jungen gingen in eine Videothek, bevor sie nach Hause gingen. Hier erschien Johns Mutter, Susan Venables. Die Frau war wütend und nahm die Kinder mit. Robert schaffte es aber, davonzulaufen. Doch Susan brachte wenigstens ihren Sohn John zur Polizeiwache, wo man mit ihm über das Verschwinden von James Bulger sprechen wollte. Und das nicht, weil John verdächtigt wurde, sondern weil er für seine Leichtsinnigkeit bestraft werden sollte, indem man ihm erklärte, was passiert wäre, wenn der Täter ihn auch entführt hätte. Der erste von 38 Zeugen bei der Untersuchung war ein Mann, welcher den weinenden James neben dem Pier sah. Seine Aussage wurde am Abend des 12. Februar, nachdem der kleine junge James auf den Eisenbahngleisen zurückgelassen wurde, aufgenommen. Ein weiterer wichtiger Hinweis kam um 10 Uhr abends, als die Ermittler Zugang zu den Aufnahmen der Überwachungskameras des Strandeinkaufszentrums erhielten. Auf der Aufzeichnung war zu sehen, wie James von zwei älteren Kindern begleitet wurde. Das überraschte die Polizei sehr. Zuvor dachten sie, der Entführer sei ein Erwachsener gewesen. Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen ungefähr 12 Jahre alt waren. Die Aufnahmen der Überwachungskameras wurden in den Medien verbreitet. Am nächsten Morgen gab Denise Bulger, die Mutter von James, gemeinsam mit ihrem Mann Ralph eine Ansprache in der Presse. Ohne das Schicksal ihres Sohnes zu kennen, bat sie den Entführer, das Kind zurückzugeben. Die Ermittlungen der Entführung dauerten schon 2 Tage, in denen viele Meldungen eingingen. Am Samstag, den 13. Februar, wurde die Suche nach James auch in Gewässern durchgeführt. Ohne Erfolg. Am Sonntagnachmittag meldete ein Bahnmitarbeiter, was er am Morgen auf den Gleisen fand. Er dachte, er hätte eine Puppe gesehen. Da er von dem Verschwinden nichts wusste, beachtete er diese vermeintliche Puppe nicht weiter. Am selben Tag fanden dann aber 4 Kinder die Leiche von James. Zunächst dachten sie, es sei eine Katze. Dann, dass es eine in 2 Teile zerrissene Puppe war. Aber schließlich erkannten sie, um was es sich in Wirklichkeit handelte. Die Ermittler kamen zu den Schienen, um die Hinweise zu überprüfen, die ihnen übermittelt wurden. Zu ihrem Entsetzen stellten sie fest, dass alles genau so war, wie die Kinder es beschrieben hatten. Die obere Hälfte von James' Körper war mit einem Mantel bedeckt und der Unterkörper ohne Kleidung lag in einiger Entfernung. Wer James dort liegen ließ, legte den Körper so, dass die untere Körperhälfte außerhalb der Schienen und die obere innen lag. Die Taille lag genau auf den Schienen. Es wurden 42 Wunden am Körper gezählt, die meisten davon im Gesicht und am Kopf. Es gab viele Frakturen, Schnitte und Prellungen. Es wurde außerdem viel Blut verloren. Eine der Wangen hatte eine Trittspur, welche auf den Tritt mit einer bestimmten Schuhmarke erinnern ließ. Einige Verletzungen unterhalb der Taille deuteten darauf hin, dass das Kind Opfer sexueller Übergriffe wurde. Man stellte fest, dass James bereits tot war, als er von dem Zug überfahren wurde. Es gab so viele schwere Wunden, dass es unmöglich war zu bestimmen, welche von ihnen zum Tod führte. Die ganze Unterwäsche war in Blut getränkt. Die Polizisten fanden einen 60 cm langen eisernen Stock sowie eine Vielzahl von Steinen und Ziegeln. Auf all dem waren Blutspuren zu finden. Außerdem wurden neben der Leiche 3 Batteriezellen und eine Dose blaue Farbe gefunden. Viele Nachbarn aus dem Merseyside-Viertel gedenken des Jungen in der Nähe der Eisenbahn. Unter den vielen Trauernden war auch Robert Thompson. Er legte eine Rose für James nieder, welchen er erst vor ein paar Tagen zuschlug, bis er starb. John Venables kam nicht zur Beerdigung. Er interessierte sich aber sehr für Bulgers Todesgeschichte. Er sagte einmal seiner Mutter, wenn ich diesen Jungen sehe, trete ich ihm auf den Kopf. Mutter und Vater verdächtigten John nicht, obwohl sie eine blaue Farbenspur am Ärmel seines Mantels bemerkten. Der Junge auf den Aufnahmen von den Überwachungskameras trug den gleichen Mantel. Die Stimmung in der ganzen Gesellschaft war angespannt. Einige Eltern verdächtigten sogar ihre Kinder und versuchten sie zu überführen. Die Ermittler erstellten eine Liste der an diesem Tag fehlenden Schüler in der Schule. Es wurden Gespräche mit 60 Schülern geführt. Als Ergebnis nahm man einen 12-Jährigen fest. Und obwohl ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal eine Anklage erhoben wurde, zertrümmerten Nachbarn schon die Fenster seines Hauses. Doch die Ermittler fanden heraus, dass sie nach Kindern des falschen Alters suchten, nachdem sie eine neue Aufnahme von Kameras bekamen. Diesmal vom Parkplatz. Auf diesem Video konnte man sehen, wie 2 Jungen mit einem kleinen Kind liefen. Es war deutlich zu sehen, dass die Entführer jünger als 12 Jahre alt sein mussten.
Am vierten Tag nach dem Verschwinden bekamen die Ermittler einen Anruf. Es war eine Polizistin aus einem nahegelegenen Revier, die am Freitagabend bei einem Familientreffen war. Dort sah sie einen schmutzigen Jungen mit Farbspuren auf der Kleidung, der an diesem Tag mit einem Freund die Schule schwänzte. Es handelte sich um den 10-jährigen John Venables. Die Ermittler kontaktierten die Direktorin der Schule, an der John angemeldet war. Sie bestätigte, dass John und Robert an diesem Tag nicht in der Schule erschienen. Vier Polizisten tauchten vor der Haustür von Anne Thompson auf. Als Robert die Polizisten sah, begann er zu weinen. Die Polizisten hatten einen Durchsuchungsbefehl und beschlagnahmten die Kleidung des Jungen. Das erste, was sie bemerkten, war Blut an seinen Schuhen. Robert Thompson wurde verhaftet und zur Vernehmung zur Polizeiwache gebracht. Susan Venables war nicht überrascht, als die Polizei um 8 Uhr morgens vor ihrem Haus erschien. Sie erzählte sogar von einer Spur blauer Farbe auf dem Mantel ihres Sohnes. John bat seine Mutter, dass sie es so arrangiere, dass er nicht ins Gefängnis muss. »Ich habe ihn nicht getötet«, sagte John schluchzend. »Es war Robert Thompson. Er bringt mich immer in Schwierigkeiten.« Doch John wurde auch verhaftet. Die Ermittler hatten John und Robert zunächst nicht verdächtigt. Sie wollten nicht glauben, dass zwei kleine Jungen zu einer solchen Gräueltat fähig wären. Die Jungen wurden an zwei verschiedene Orte gebracht, aber sie hielten während der Vernehmung Kontakt zueinander. Nachdem die Ermittler den Jungen Fingerabdrücke und Blut-, Haar- und Nagelproben abnahmen, gingen sie zu einem Geschäft im Einkaufszentrum am Strand. Dessen Besitzer hatten die beiden Jungen am Freitag an einer Vitrine stehen und diese berühren sehen. Auf der Glasoberfläche fand man Fingerabdrücke von Thompson und Venables. Robert Thompson wurde noch am selben Abend in Anwesenheit seiner Mutter und seines Anwalts verhört. Er wurde gefragt, ob er den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge versteht. Er sagte ja. Roberts Verhalten gegenüber den Polizisten war trotzig. Er hatte keine Angst davor, sie anzulügen. Als seine Anwesenheit in dem Einkaufszentrum nachgewiesen wurde, versuchte der Junge, den Verdacht von sich zu lenken, indem er sagte, er habe James, den er nicht kannte, an diesem Tag zusammen mit seiner Mutter gesehen, aber er selbst habe nichts getan. John wiederum gab nicht zu, dass er am Strand war. Die Ermittler erzählten Robert darüber und er versuchte, seinen Freund zu beschuldigen und bestritt seine Beteiligung an der Entführung. Er war mit John im Einkaufszentrum, doch er war nicht dabei, als James entführt wurde. Robert weinte stark, als die Polizisten seine Lügen enttarnten. Das Lügenkonstrukt brach nach und nach auseinander. Zuerst bestätigte er, dass er sah, wie John das Kind an der Hand hielt. Am nächsten Morgen gab er zu, mit ihm zur Eisenbahn gegangen zu sein. Als die Polizisten ihn an die gestohlenen Batterien erinnerten, wurde Robert vor Scham rot. Seine Mutter bat Robert, alles zu erzählen. Und dann gab er nun auch zu, anwesend gewesen zu sein, als James mit einem Ziegelstein geschlagen wurde. Robert selbst tat natürlich nichts. John war laut ihm der einzige Angreifer und Robert versuchte, ihn sogar aufzuhalten. Um zu erklären, warum er das Verbrechen nicht begehen konnte, sagte Robert, wenn er sowas hätte tun wollen, hätte er es mit seinem jüngeren Bruder getan. Am Ende wurde das Thema mit der Unterwäsche und den Batterien angesprochen, die laut Polizei in James' Haus eingeführt wurden. Robert war während dieses Teils der Befragung sehr verärgert. »Ich bin kein Perversling«, wiederholte er. Robert bestätigte, dass er einen der Steine auf James' Gesicht legte, als er bereits auf der Eisenbahn lag, angeblich um die Blutung zu stoppen. Die Befragung von John Venables, die zur gleichen Zeit stattfand, war auch nicht so einfach. Die Befragung musste oft gestoppt werden, wenn John zu frustriert war. Venables beschuldigte auch seinen Freund, indem er ihn als einen Jungen darstellte, der ihn schlecht beeinflusste. John bestritt, dass er und Robert überhaupt im Einkaufszentrum waren. Aber als er erfuhr, dass sein Freund dies bereits zugab, bestätigte auch er es. John konnte nicht lange an seiner Lüge festhalten. Schließlich gab der Junge nach beharrlichem Erfragen der Ermittler, dass er nicht nur dort anwesend war, sondern auch James tötete, wenn auch unter dem Einfluss seines Freundes. Er beschrieb sogar die Ereignisse, die von einem Spaziergang durch die Stadt bis hin zu den schrecklichen Taten auf den Bahnschienen reichten. Laut John war es aber Robert, der James kopfüber in der Nähe des Flusses fallen ließ. John sagte auch, dass Robert auf der Eisenbahn die schlimmsten Taten begangen habe. Wie Thompson wurde Venables auch sehr nervös, als die Ermittler die Batterien erwähnten. Schluchzend sagte er, er wisse nichts von dem, was Robert mit den Batterien gemacht habe. Als er gefragt wurde, ob Robert außer Tritten etwas mit den Genitalien
von James tat, änderte John seinen Gesichtsausdruck stark und begann, seinen Vater zu schlagen, der neben ihm saß. Zum Entsetzen der Polizisten hatten sie jetzt genug Beweise, um die beiden Jungen für die Entführung und Ermordung von James Bulger verantwortlich zu machen. Nachdem die Polizei die Ereignisse des Tages mit jedem der Angeklagten rekonstruierte, erhob sie am Samstag, dem 20. Februar, die Anklage. Die Beerdigung von James Bulger fand am 1. März 1993 in Kirkby statt. Hunderte Menschen besuchten die Zeremonie. Während der Untersuchung und der Gerichtsverhandlung wurden Thompson und Venables zu ihrer Sicherheit unter fiktiven Namen vorgestellt. Die Jungen hatten Mitte Mai ihre Unschuld erklärt. Der Prozess begann am 1. November. Sie wurden von einem Erwachsenengericht verurteilt. Am Gerichtsgebäude gab es Proteste. Es gab sogar Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Mordfall von Bulger, der von zwei Kindern begangen wurde, erweckte den Zorn vieler Mitbürger. Es gab sämtliche Beweise, angefangen von Videos der Überwachungskameras bis hin zu Farb- und Blutspuren an der Kleidung der Angeklagten. Die Spuren in James' Gesicht stimmten mit den Metallschnallen der Schuhe überein, die in Robert Thompsons Haus gefunden wurden. Es gab auch keinen Mangel an Zeugen. Insgesamt gab es Aussagen von 38 Personen, die am 12. Februar die drei Kinder zusammen sahen. Natürlich gab es auch viele Vorwürfe gegen diese Leute, warum sie nicht eingriffen. Im Nachhinein hätten es natürlich viele getan. Aber in dem Moment kam es ihnen nicht in den Sinn, dass zwei Kinder so etwas Schreckliches tun könnten. Schreiben Sie in die Kommentare, was Sie selbst getan hätten. Eine psychologische Untersuchung der Angeklagten ergab bei ihnen keine psychischen Störungen, aufgrund derer sie für unzurechnungsfähig erklärt werden könnten. Einzig John hatte seltsame Erinnerungen an den Tag, Fantasien, dass er James rettete und ihn zu seiner Mutter brachte. Roberts Psychiater kam zu dem Schluss, dass er Symptome einer posttraumatischen Störung hatte. John gewann die Sympathie der Anwesenden im Gericht. Im Gegensatz zu Robert, der als Anstifter der Gräueltaten galt. Die Anklage entschied, dass die Jungen die Schwere ihrer Taten verstanden, trotz der Argumente der Verteidigung, dass die Kinder zuvor keine Taten der Gewalt begangen hatten. Das Urteil wurde am 24. November in Anwesenheit von Denise Bulger gefällt. John Venables und Robert Thompson wurden für schuldig befunden. Robert erhörte das Urteil schweigend, während John weinte. Sie wurden auf unbestimmte Zeit inhaftiert und befanden sich wieder unter falschem Namen in verschiedenen Einrichtungen. Bis heute sorgt dieser Fall für Kontroversen. Im Jahre 1999 entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass das Recht von Thompson und Venables auf ein faires Verfahren nicht erfüllt wurde, da der Prozess vor einem Erwachsenengericht stattfand. 2001 erhielten sie eine Bewährungsstrafe. Sie kamen unter falschen Namen aus dem Gefängnis. Soweit wir wissen, führte Robert Thompson seit seiner Freilassung ein relativ ruhiges Leben. John Venables wiederum entschied sich für einen nicht so lobenswerten Weg. 2010 kam er wegen Straftaten gegen Minderjährige und wegen Verstoßes gegen die Bewährung ins Gefängnis. 2017 begann er mit der Verbreitung von Kinderpornos, für die er im Jahr 2018 zu mehr als 3 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Im Jahr 2020 wurde sein Antrag auf Bewährung abgelehnt. Denise Bulger hat wieder geheiratet und 3 Kinder zur Welt gebracht. Sie bewahrt seit fast 30 Jahren ihre Erinnerung an James. Erfolglos versucht sie, die Anonymität zu bekämpfen, die den Mördern ihres Sohnes gegeben wurde. Auch Ralph Bulger heiratete wieder. Er hat 3 Töchter mit einer neuen Frau. Zweifellos haben die Ereignisse, die zum Tod von James Bulger führten, zu Recht Wut in der britischen Gesellschaft hervorgerufen. Einige Aktionen, die später passierten, waren jedoch fragwürdig. Zum Beispiel Angriffe auf andere Leute, die John Venables und Robert Thompson heißen. Der Verlust einer Person hinterlässt Wunden, die niemals heilen werden. Besonders, wenn es so tragisch passiert wie in diesem gezeigten Fall. Was genau passierte an jenem Februarabend 1993? Und wie kann man begreifen, dass 2 Kinder zu so etwas fähig sind? Vielleicht wird die ganze Wahrheit der Geschichte dieses schrecklichen Abends für immer ein Geheimnis bleiben. Niemand konnte es von ihnen erwarten. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.
Heute werden Sie etwas über einen Mann namens Gaetano Santos Rodino erfahren, einen geisteskranken argentinischen Kriminellen und Brandstifter, der eine Reihe von Übergriffen auf minderjährige Kinder begangen hat. Er wird oft als der erste Serienmörder in der Geschichte des Landes bezeichnet. Gaetano Santos Rodino wurde am 31. Oktober 1896 in Buenos Aires als Sohn italienischer Einwanderer geboren. Seine Familie war arm und benachteiligt. Sie lebten in einem bescheidenen Haus in einem der ärmsten Viertel der Stadt. Berichten zufolge hatten sie nicht einmal ein Badezimmer. Das Familienoberhaupt Fiore Godino war Leuchtturmwärter und Alkoholiker. Noch vor der Geburt des Jungen erkrankte er an Syphilis. Deshalb war der kleine Gaetano, wie die anderen Kinder der Großfamilie, gesundheitlich angeschlagen und litt an einer angeborenen Darmentzündung. Aus diesem Grund stand das Kind in seinen ersten Lebensjahren mehrmals kurz vor dem Tod. Fiore hatte auch ein grausames Temperament und schlug seine Kinder regelmäßig mit einem Ledergürtel oder einem Holzstock. Seine Frau machte da keine Ausnahme und hatte es ebenfalls sehr schwer. Aber es war Gaetano, der eine besondere Wirkung auf seinen Vater ausübte und seine Aggressionen an sich selbst ausließ. Die ersten Jahre seines Lebens verbrachte der junge Godino auf der Straße. Im Alter von 5 Jahren wurde er eingeschult und wechselte mehrere Schulen. Er zeichnete sich durch einen völligen Mangel an Interesse und Begabung für Bildung aus. Gaetano war ein äußerst aggressives Kind, vor allem gegenüber seinen Mitschülern und Lehrern, weshalb er regelmäßig von der Schule verwiesen wurde. Manche Lehrer bezeichneten ihn einfach als Idioten, Schwachkopf oder geistig Zurückgebliebenen, weil er nichts von dem verstand, was man ihm beibrachte. Ebenso schlecht wie seine intellektuellen Fähigkeiten war sein Gesundheitszustand. Er litt unter häufigen Kopfschmerzen, die oft mit Fieber einhergingen und ihn lange ans Bett fesselten. Gaetano litt auch unter ständigen Anfällen von Erbrechen und Durchfall, was nach Ansicht vieler Experten seine körperliche Entwicklung beeinträchtigt haben könnte. Davon zeugt auch seine Körpergröße, die nie mehr als 1,50 Meter betrug. Zusätzlich zu diesen Beschwerden fiel der Junge durch ein äußerst konfliktreiches Verhalten auf. Weder sein Vater noch seine Mutter oder seine Geschwister konnten ihn zu Hause ertragen. Sogar die Nachbarn, die ihn in der Nähe ihres Hauses sahen, beeilten sich, die Fensterläden zu schließen, um nicht die Beschimpfungen zu hören, die aus seinem Mund in ihre Richtung strömten. Schon damals wurde er wegen seines markanten und einprägsamen Aussehens Eared Boy oder Ear-Or genannt. Als er älter wurde, lernte er nie etwas anderes lesen oder schreiben als seinen eigenen Namen. Kein Wunder, dass er die Schule nach nur 3 Jahren verließ. Selbst für seine Verhältnisse begann Gaetano früh zu rauchen und Alkohol zu trinken. Er stahl Weinflaschen von Obdachlosen, die oft in den Gassen des Armenviertels anzutreffen waren. Seine Lieblingsbeschäftigung war es, durch die Wüste zu streifen, wo er mit großer Freude kleine Feuer machte und verschiedene Tiere quälte und tötete. Am 28. September des Jahres 1904 beging Rodino sein erstes Verbrechen, indem er einen 2-Jährigen, der noch keine 8 Jahre alt war, brutal zusammenschlug. Er brachte den Jungen namens Miguel an einen abgelegenen Ort, wo er ihn mehrmals schlug und in ein Gebüsch warf. Opfer und Täter wurden von einem zufällig vorbeikommenden Polizisten entdeckt. Daraufhin wurden beide Kinder zur Polizeistation gebracht, wo sie später von ihren Eltern abgeholt wurden. Obwohl der Angriff besonders brutal aussah, ahnten die Polizisten nicht, dass sie es mit einem so gefährlichen Verbrecher zu tun hatten. Ein Jahr später wurde Gaetano erneut festgenommen. Er hatte ein 18 Monate altes Mädchen überfallen. Es gelang ihm, ihr mit einem Stein auf den Kopf zu schlagen, aber glücklicherweise waren die Verletzungen des Kindes nicht so schwer. In beiden Fällen wurde der junge Täter daher nur kurz festgenommen und bald wieder freigelassen, ungeachtet der Schwere seiner Tat.
Seinen ersten Mord beging Gaetano am 29. März des Jahres 1906. An diesem Tag wurde der Polizei das Verschwinden eines dreijährigen Mädchens namens Maria gemeldet. Die Behörden durchsuchten alle Häuser, sowohl die bewohnten als auch die verlassenen, und fast alle offenen Flächen, fanden aber keinen Hinweis auf den Verbleib des Mädchens. Erst 6 Jahre später erfuhr die Familie des vermissten Kindes die Wahrheit. Am 5. April desselben Jahres wurde der junge Godino, damals erst 9 Jahre alt, von seinem eigenen Vater zur Polizei gebracht. Der Mann sagte, er könne seinen Sohn nicht mehr erziehen und forderte die Behörden auf, den Jungen ins Gefängnis zu stecken. Fiore Godino beschuldigte seinen Sohn, ein völlig labiles Kind zu sein, das ungerechtfertigt grausam zu Tieren sei. Kurz vor diesem Anruf entdeckte der Mann eine Kiste unter dem Bett seines Sohnes, die mit den Überresten verstümmelter Vögel gefüllt war. Überraschenderweise war Gaetanos Vater selbst ein ziemlich grausamer Mensch, aber auch er war zumindest beunruhigt über das unsoziale Verhalten seines Sprösslings. Als Folge dieser Behandlung wurde der junge Godino in eine Strafkolonie eingewiesen, aus der er nach 2 Monaten Haft entlassen wurde. Am 9. September 1908 versuchte Gaetano, einem 2-jährigen Jungen namens Severino zu ertränken, indem er ihn mit dem Kopf in eine Pferdetränke steckte. Der Junge hatte Glück und überlebte wie durch ein Wunder dank eines Bodega-Besitzers, der zufällig vorbeikam und Zeuge des Vorfalls wurde. Der Mann hielt den Angreifer sofort auf und rief die Polizei. Der Angreifer war erst seit 24 Stunden auf der Wache. Er rechtfertigte sich damit, dass er das Kind keineswegs ertränkt, sondern im Gegenteil versucht habe, es zu retten. Am 15. September desselben Jahres, nur 6 Tage nach seiner Verhaftung, verging sich Godino erneut an dem Kind. Er verschleppte den Jungen namens Julio auf ein unbebautes Grundstück und versuchte, ihm mit einer Zigarette die Augenlider zu verbrennen, wurde aber von der rechtzeitig eingetroffenen Mutter des Kindes daran gehindert. Dem Angreifer gelang die Flucht. Nach diesem Vorfall kehrte er zu seinen Eltern zurück, doch sein Verhalten wurde immer schlimmer. Er war oft betrunken und trieb sich in der Nachbarschaft herum. Seine Eltern waren der Situation überdrüssig und beschlossen, ihn erneut in eine Jugendstrafanstalt zu schicken. Diesmal war Godino 3 Jahre lang dort. In dieser Zeit besuchte er verschiedene Pflichtkurse und lernte sogar Wörter in Silben zu trennen und bis 100 zu zählen. Das war das Ende seiner Verwandlung. Am 23. Dezember 1911 kehrte Gaetano nach mehreren Jahren in der Kolonie in sein Elternhaus zurück. Seine Eltern glaubten, dass die Erfahrungen, die er gemacht hatte, ihn zur Vernunft bringen würden, aber es kam ganz anders. Sie besorgten ihm sogar eine Lehrstelle in einer örtlichen Fabrik, aber er arbeitete dort nur ein paar Monate. Danach kehrte er zum Vagabundieren und zu seinem gewohnten Lebensstil zurück. Etwa zur gleichen Zeit litt er wieder unter unerträglichen Kopfschmerzen, die nach seinen eigenen Worten sein Verlangen, anderen zu schaden, verstärkten. Am 7. Januar des Jahres 1912 legte Gaetano in einem Gebäude der Stadt ein ziemlich großes Feuer. Die Feuerwehr brauchte etwa 4 Stunden, um den Brand zu löschen. Der Brandstifter wurde verhaftet und gab bei seiner Verhaftung an, er habe das Feuer nur gelegt, um zu sehen, welchen Schaden es anrichten könne. Diesmal verbrachte Godino nur wenige Tage im Gefängnis. Am 25. Januar desselben Jahres beging er ein weiteres Verbrechen, den Mord an einem 13-jährigen Jungen namens Arturo, dessen halbnackte Leiche in einem verlassenen Haus gefunden wurde. Diese Gräueltat erregte großes Aufsehen in der Gesellschaft. Einigen Berichten zufolge verdächtigten die Behörden zunächst 2 hochrangige Beamte und verfolgten ihre Spur sogar 6 Monate lang. Diese Version hat sich jedoch nicht bestätigt und die Ermittlungen blieben erfolglos. Am 7. März des Jahres 1912 zündete Godino mit einem Streichholz das Kleid eines 5-jährigen Mädchens an, das er zuvor an einem abgelegenen Ort gebracht hatte. Das Opfer litt 16 Tage lang, bevor es im städtischen Krankenhaus an seinen Verbrennungen starb.
Am 8. November desselben Jahres lockte Gaetano den zweijährigen Roberto mit dem Angebot, ihm Süßigkeiten zu kaufen. Dann fesselte er ihn an Händen und Beinen und versuchte, ihn mit seinem Lieblingsschnuller zu erwürgen. Doch das Kind hatte Glück, denn der Angreifer wurde von einem Passanten aufgehalten. Der Täter wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Dort behauptete der Täter, er habe ein Kind gefunden, das bereits von jemandem gefesselt worden sei, bevor er ihn getroffen habe. Der Jugendliche wurde noch am selben Tag wieder freigelassen, da nicht genügend Beweise gegen ihn vorlagen. Zwischen dem 16. und 20. November kam es zu zwei weiteren Übergriffen auf Minderjährige durch Unbekannte. In beiden Fällen wurde der Täter jedoch in die Flucht geschlagen. Die Opfer blieben glücklicherweise unverletzt. Am 3. Dezember 1912 gegen 10 Uhr morgens öffnete ein Mann namens Pasquale wie gewöhnlich seine Werkstatt, die sich in einem der Armenhäuser des Viertels befand. Währenddessen spielte sein dreijähriger Sohn im Eingangsbereich. Aus Versehen verlor der Mann seinen Sohn für einige Minuten aus den Augen und als er nach ihm sehen wollte, war er bereits verschwunden. In seiner Verzweiflung rannte der Vater des Jungen nach draußen, konnte das Kind aber in den ersten Minuten nicht finden. Danach wurde ihm klar, dass es wirklich verschwunden war. Nachdem Pasquale ein paar Straßen weitergelaufen war, stand er vor einem großen, leeren Grundstück. Dort traf er einen jungen Mann mit langen Ohren, der kein anderer war als Gaetano Rodino. Der Mann fragte ihn, ob er einen kleinen Jungen gesehen habe. Der Jugendliche schüttelte den Kopf und verneinte. Dann riet er dem Vater des Kindes, wie selbstverständlich, zur Polizei zu gehen und Hilfe zu holen. Daraufhin setzte der trauernde Mann seine Suche fort und der kurzgeschorene junge Mann mit den zotteligen Ohren macht sich auf den Weg. Stunden später entdeckt der Mann die Leiche seines kleinen Sohnes in einem der verfallenen Gebäude. Das Kind war gefesselt und mit einem 13-mal um den Hals gewickelten Seil erdrosselt worden. Und noch etwas war schrecklich. In einer Schläfe des toten Jungen steckte ein 10 cm langer Nagel, der offenbar mit einem in der Nähe liegenden Stein eingeschlagen worden war. Die Polizeibeamten führten eine Reihe von Befragungen möglicher Zeugen durch, die in der Nähe des Tatorts wohnten. Ein Mädchen gab an, den Jungen kurz vor seinem Verschwinden in Begleitung eines Jugendlichen mit kurzen Haaren und großen Ohren gesehen zu haben. Die ermittelnden Beamten stellten fest, dass das Verbrechen wahrscheinlich mit früheren Übergriffen auf Kinder zusammenhing. Obwohl Gaetano der Hauptverdächtige war, reichten die Beweise nicht aus, um ihn zu verhaften. Einige Tage später fand eine Abschiedszeremonie für das Kind statt. Die Angehörigen waren schockiert über den grausamen Tod des Kindes. Der Vater des Verstorbenen sah Gaetano, wie er in das Haus eintrat. Der Mann dachte, er sei gekommen, um sein Beileid auszusprechen, wie es auch andere Nachbarn getan hatten. Doch er ging fast sofort zum Sarg, in der die Leiche des Kindes lag. Dann nahm er den Kopf des Opfers und drehte ihn auf die Seite, offenbar um die Schläfenregion zu untersuchen, in der Nagel gesteckt hatte. Das alles sah äußerst verdächtig aus und der Vater des Jungen rief sofort die Polizei. Innerhalb weniger Stunden wurde das Haus der Familie Gordino untersucht und Gaetano verhaftet. Bei der Durchsuchung seiner persönlichen Sachen fand man einen Zeitungsausschnitt mit einem Bericht über den Mord an einem Kind. Der Verhaftete gab an, die Person auf dem Foto erkannt zu haben, obwohl er nicht lesen konnte. Außerdem habe er beim Anblick des Fotos ein Gefühl der Selbstüberschätzung verspürt. Dieses Gefühl habe ihn dazu veranlasst, die Skizze zu behalten. Außerdem wurde bei der Hausdurchsuchung eine mögliche Tatwaffe gefunden, nämlich ein Seil, das in allen optischen Merkmalen mit dem Seil übereinstimmte, mit dem Pasquales Sohn erdrosselt worden war. Insgesamt gab es viele weitere Zufälle. Obwohl Gaetano zunächst seine Beteiligung an der Tat bestritt, gestand er später seine Schuld. Die Ermittler vermuteten, dass Gordino mit anderen Übergriffen auf Kindern in Verbindung stehen könnte. Sie begannen Druck auf ihn auszuüben und schon bald gestand der Jugendliche alle Gräueltaten, die er begangen hatte. Der Fall des jungen Mannes mit den langen Ohren erregte in der argentinischen Gesellschaft großes Aufsehen. 4 Morde, 7 Mordversuche und eine Serie von Brandstiftungen wurden ihm zur Last gelegt.
Bis dahin hatte es in Argentinien keinen Präzedenzfall für einen solchen Fall gegeben. Solche jugendlichen Serienmörder, deren Opfer wehrlose Minderjährige waren, gab es in der Geschichte des Landes noch nie. Darüber hinaus wurde die Aufmerksamkeit für diesen Fall durch das wachsende Interesse an der Kriminologie im Allgemeinen und an der Idee des geborenen Verbrechers im Besonderen verstärkt. So kam Cesare Lombroso, ein italienischer Psychiater und Begründer der anthropologischen Richtung in der Kriminologie, nach der Untersuchung hunderter Krimineller seinerzeit zu dem Schluss, dass sie alle bestimmte physiognomische Merkmale aufwiesen. Seiner Meinung nach hatten sich diese Merkmale im Laufe der Zeit durch eine natürliche evolutionäre Regression herausgebildet. Mit anderen Worten, ein Verbrecher hat fast immer das Gesicht eines Verbrechers. Cesare beschrieb die Angehörigen dieses Typs mit großen Kiefern, schmalen Stirnen, hohen Wangenknochen, großen Ohren und vollen Lippen. Gaetano Santos Godino schien mit dieser Hypothese völlig einverstanden zu sein. Er war trotz seines Alters ein skrupelloser Mörder, der nach seinen schlimmsten Verbrechen nicht die geringste Reue zeigte. Medizinische Untersuchungen, denen er sich später unterzog, ergaben, dass Gaetano nicht nur erstaunlich große Ohren hatte, sondern auch unnatürlich lange Arme und unverhältnismäßig große Genitalien. All diese körperlichen Merkmale wurden vor allem deshalb festgehalten, um mit ihrer Hilfe eine Theorie des kriminologischen Positivismus zu untersuchen. Diese Untersuchungen ergaben unter anderem, dass der Proband insgesamt 27 Narben am Kopf aufwies. Diese waren offenbar durch schwere Schläge seines leiblichen Vaters entstanden. Nach den Ergebnissen der psychiatrischen Tests wurde festgestellt, dass Gaetano nicht in der Lage war, sich seiner Handlungen bewusst zu sein. Mit anderen Worten, er war unzurechnungsfähig und psychisch labil. Trotzdem war er ein ziemlich gerissener Verbrecher. Er nutzte sein scheinbar harmloses Äußeres, um das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. In der Regel suchte er sich die Jüngsten unter ihnen aus, um sie leicht bestechen zu können. Godino kaufte ihnen verschiedene Süßigkeiten und überredete sie, ihm an einen abgelegenen Ort zu folgen. Dann fesselte er sie mit einem Seil, das er als Gürtel benutzte, um während der Folter mehr Einfluss auf sie zu haben. Obwohl er in einigen Fällen eher impulsiv handelte, könnte man ihn als Mischtyp bezeichnen. Laut Definition ist ein Mischtyp eine konstante Kombination aus überlegten und impulsiven Handlungen. Am 31. Oktober 1914 fand ein Vorverfahren statt, in dem das Gericht Gaetano freisprach, da es ihn für unzurechnungsfähig hielt. Der junge Straftäter wurde daraufhin auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene Anstalt für geisteskranke Straftäter eingewiesen. Das bedeutete, dass er nie wieder frei sein würde. Die Anwesenheit eines so bekannten und aggressiven Patienten beunruhigte sowohl das Personal als auch die anderen Insassen sehr. Im Großen und Ganzen waren diese Befürchtungen nicht unbegründet. Anfangs begnügte sich Gaetano damit, durch die Gänge zu wandern und andere bedrohlich anzustarren, doch später versuchte er, jemanden anzugreifen. Daraufhin beschlossen die örtlichen Behörden, seine Verlegung in das nationale Gefängnis zu beantragen. So wurde er am 18. März des Jahres 1923 in ein Gefängnis in der Stadt Ushuaia im Feuerlandarchipel gebracht, das als Gefängnis am Ende der Welt bekannt ist. Die Bedingungen dort waren sehr hart. Die Temperatur in den Zellen konnte bis auf 0 Grad sinken, selbst wenn die Öfen in Betrieb waren. Das Gefängnis wurde im Jahr 1902 eröffnet und war für besonders gefährliche Häftlinge und Wiederholungstäter bestimmt. Godinos Zeit im Gefängnis war einsam und schwierig. Seine Familie hat ihn nie besucht. Aus Angst vor öffentlicher Kritik beschlossen sie, in ihre Heimat Italien zurückzukehren und Gaetano seinem Schicksal zu überlassen. Das mag nicht allzu schlimm gewesen sein, denn es war ihm verboten, Besucher zu empfangen oder Korrespondenz zu empfangen oder zu versenden. Im Allgemeinen war das Verbot eher formell, da es kaum jemanden gab, der ihn besuchen oder mit ihm korrespondieren wollte. Es gelang ihm auch nie, mit einem der Gefangenen eine gemeinsame Sprache zu finden. Er wurde nur verachtet, beschimpft und geschlagen. Gaetano Santos Godino starb am 15. November 1944.
Er war zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt. Die offizielle Version seines Todes besagt, dass die Ursache innere Blutungen waren, die durch ein Geschwür im Zwölffingerdarm verursacht wurden. Eine andere populäre Version besagt jedoch, dass Gaetano zwei einheimische Katzen, die Lieblingstiere anderer Gefangene, tötete. Er warf sie in einen offenen Kessel. Dafür soll er zu Tode geprügelt worden sein. Die Mitgefangenen selbst behaupten, dass es wegen der extrem niedrigen Temperaturen und der rauen Witterung im Gefängnis einfach keine Haustiere, insbesondere keine Katzen, geben könne. Sie dementierten jedoch nicht die Information, dass Gordino von anderen Gefangenen hingerichtet wurde. Die Umstände seines Todes bleiben ein Rätsel. Gaetano wurde auf dem Gefängnisfriedhof begraben. Im Jahre 1947 wurde sein Grab geschändet und Unbekannte stahlen das Kreuz, die Gedenktafel und seine sterblichen Überreste. Seit langem kursieren Gerüchte, dass ein hochrangiges Mitglied des Gefängnispersonals seine Gebeine erworben und entweder als Briefbeschwerer oder als Souvenir verwendet habe. Unabhängig davon, ob es sich dabei um eine weitere dunkle Legende handelt oder nicht, Tatsache ist, dass seine sterblichen Überreste nie gefunden wurden. Berichten zufolge gibt es heute noch ein Museum im Gefängnisgebäude, in dem unter anderem eine lebensgroße Wachsskulptur von Gordino aufgestellt ist. Während seiner Haft führte Gordino mehrere Gespräche mit verschiedenen Experten. Einige Fragmente dieser Gespräche wurden später transkribiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Vor nicht allzu langer Zeit ereigneten sich in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik und einer der ältesten Städte der Karibikinseln, Ereignisse, die die Öffentlichkeit aufrüttelten. Niemand weiß, ob alle Umstände dieser Ereignisse bekannt sind, nicht einmal die, die daran beteiligt waren. Nairobi Montes de la Cruz wurde 2004 geboren und lebte mit ihren Eltern und Geschwistern im Stadtteil Villa Linda in Palmarejo, einem Wohngebiet im Westen der eben genannten Stadt Santo Domingo. Sie war seit über einem Jahr Schülerin der Gregorio Urbano Gilbert High School. Ihre Lehrer lobten sie als fleißige Schülerin, die oft gute Noten bekam, gutmütig, umgänglich und gut erzogen war. Abgesehen von ihrem Studium war Sport eines ihrer größten Hobbys. Nairobi spielte Volleyball, seit sie 9 Jahre alt war, und verbrachte damit viel Zeit. Sie war regelrecht besessen davon und nahm aktiv am Leben ihrer Sportmannschaft und an verschiedenen Wettbewerben teil. Auch in Sportkreisen wurde Nairobi für ihre zahlreichen positiven Eigenschaften gelobt und als talentierte Sportlerin bezeichnet. Nairobi stammte aus einer Familie mit sehr wenig Geld, aber das hielt sie nicht davon ab, ehrgeizige Pläne für ihr Leben zu schmieden. Auch Nairobis Familie sah eine glänzende Zukunft für sie und bemerkte ihren Ehrgeiz, überall hinzukommen. Auch eine andere Person, die im Leben des Mädchens und in der Geschichte selbst eine wichtige Rolle spielt, sollte erwähnt werden. Der junge Mann namens Michael Amador Valero war damals 16 Jahre alt und arbeitete vor den unglücklichen Ereignissen als Autowäscher in dem Stadtteil, in dem er mit seiner Familie lebte. Nachdem er es an die Highschool geschafft hatte, brach Michael die Schule bald ab. Leute, die ihn kannten, beschrieben ihn als einen ruhigen, unbekümmerten jungen Mann, der ab und zu mit den Kindern der Gegend spielte. Leider sind nicht viele Details zu seiner Person bekannt. Bekannt ist nur, dass er ein guter Freund von Nairobi war, oft Zeit bei ihr zu Hause verbrachte und später so etwas wie ein Familienfreund wurde. Die Eltern des Mädchens sagten, dass sie den Jungen gerne bei sich aufnahmen und ihn trotz ihrer begrenzten finanziellen Mittel oft zum Essen einluden. Ihnen zufolge sah Michael wie ein einsamer junger Mann aus, der mit wenig elterlicher Zuwendung aufwuchs. Die Familie des Jungen lebte in der gleichen Gegend wie die von Nairobi, kam aber aus wohlhabenderen Verhältnissen. Michaels Mutter verbrachte die meiste Zeit des Tages bei der Arbeit, sodass der junge Mann sich selbst überlassen war und allein umherwanderte. Infolgedessen verbrachte er immer mehr Zeit im Haus der Familie Los Montes. Die Familienmitglieder berichteten später, dass sie einmal ernsthaft in Erwägung gezogen hatten, diesen vernachlässigten Jungen zu adoptieren. Doch aus diesem Gedanken wurde nie Realität. Michael war ohnehin ständig bei ihnen zu Hause und so konnten sie sich um ihn kümmern, ohne sich an die Behörden wenden zu müssen.
Die wichtigsten Ereignisse fanden in den ersten Septembertagen statt, als Nairobi ihren 15. Geburtstag im Velos Club in der Stadt Bantosa feiern wollte. Der Club befand sich in einem Teil von Los Alcarrizos, wohin sie von ihrer älteren Schwester und einigen Freunden, darunter Michael, begleitet wurde. Leider endete die Feier tragisch, denn gegen 5 Uhr abends wurde die Leiche des Mädchens ohne Lebenszeichen im Pool gefunden. Es sah so aus, als sei sie ertrunken. Mehrere Leute, darunter auch Michael, eilten zum Pool, um sie herauszuziehen und erste Hilfe zu leisten. Aber es war zu spät. Als die Verwandten des Mädchens erfuhren, was geschehen war, war ihr harmonisches Leben auf einen Schlag zu Ende. Die Familie und die Freunde von Nairobi lebten von nun an mit gebrochenen Herzen und konnten nicht verstehen, wie das Leben eines jungen Mädchens so schnell enden konnte. Zunächst wurde die Leiche von Nairobi keiner Untersuchung unterzogen. Auf den ersten Blick sah der Tod nämlich wie ein Unfall aus. Das Mädchen schien einfach ertrunken zu sein. Die Familie und andere ihr nahestehende Personen dachten wahrscheinlich zunächst, dass Nairobi sich die Beule an ihrem Kopf zugezogen hatte, indem sie stolperte, gegen den Beckenrand stieß und ins Wasser fiel. Nachdem sie sich ein wenig erholt hatten, erkannten die Eltern und die Schwester, sie war das einzige Familienmitglied des ertrunkenen Mädchens, das an diesem Abend vor Ort gewesen war und sich in unmittelbarer Nähe des Schwimmbeckens aufgehalten hatte, dass es sich möglicherweise nicht um einen Unfall gehandelt hatte. Nach der Beerdigung konnte sich die Familie die Videoaufzeichnungen aus dem Schwimmbad ansehen. Erst dann erkannte sie, welch schreckliches Verbrechen sich zugetragen hatte. Was die Verwandten der Toten zunächst für einen Unfall hielten, entpuppte sich als eine viel dunklere Angelegenheit, als sie sich vorgestellt hatten. Jetzt, nachdem sie die Aufnahmen gesehen hatten, verstanden Nairobis Eltern, was die tödlichen Kopfverletzungen ihrer Tochter verursacht hatte. Nach der Sichtung des Videomaterials, das ihnen noch mehr Schmerzen zugefügt hatte, beschlossen die Eltern von Nairobi, diese Inhalte am 15. September öffentlich zu machen. Dies war das einzige wirksame Mittel, das sie ergreifen konnten, um sicherzustellen, dass der Mörder bestraft würde. Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich das Videomaterial im Internet. In dem 30-minütigen Video kann der Zuschauer sehen, wie Nairobis bester Freund das Mädchen immer wieder in den Pool warf. Kurioserweise zeigt das Video auch eine Gruppe von Gästen, die sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Geschehens befindet. Besonders beängstigend ist es, dass Michael es geschafft hat, das Leben seiner Freundin vor den Augen ihrer Freunde zu beenden. Nachdem der junge Nairobi erneut in den Pool geworfen hatte, taucht Michael selbst ins Wasser, um das Mädchen endgültig zu ertränken. Er springt auf sie drauf, klettert dann heraus und beobachtet, ob sie wieder auftaucht oder nicht. Das Video zeigt, dass Nairobi nach ein paar Minuten immer noch nicht aufgetaucht war. In dieser Zeit muss sie ertrunken sein. Nach diesem Vorfall ging der junge Mann zu Nairobis Schwester, um mit ihr zu sprechen. Er sagte ihr, dass er Nairobi am Pol nicht finden könne und dass sie wie vom Erdboden verschluckt sei. Nairobis Schwester beschloss, um den Pool herumzugehen und fand ebenfalls keine Spur des Mädchens. Woher sollte sie wissen, dass Nairobi tot auf dem Grund des Pools lag und dass der junge Mann sie angelogen hatte? Obwohl er wusste, dass er gerade ein Verbrechen begangen hatte, zeigte er eine unglaubliche Gelassenheit. Er gab zunächst vor, nach Nairobi zu suchen und bat dann ihre Schwester ebenfalls nach ihr zu suchen, da sie angeblich nirgends zu finden sei. Als Nairobis Schwester die Suche gerade fruchtlos beendet hatte, tauchte einer der jungen Männer plötzlich in den Pool und fand darin Nairobis Leiche. Daraufhin brachten die Gäste sie an die Oberfläche und versuchten, sie wiederzubeleben. Mehrere Personen leisteten erste Hilfe und auch Michael versuchte, sie aus dem Wasser zu ziehen und sie zu retten. Das Filmmaterial zeigt jedoch, wie der junge Mann schnell vom Tatort flüchtete. Später stellte sich heraus, dass er einen seiner Freunde um Geld gebeten hatte, damit er die Feier so schnell wie möglich verlassen konnte. Für den Rest des Tages wurde Michael, der als einziger wusste, was passiert war, von niemandem mehr gesehen. Doch schon bald, und diese Tatsache ist schockierend, erschien der junge Mann bei der Totenwache und dann bei der Beerdigung und tat so, als sei nichts geschehen. Leider hatte die Familie des Mädchens zu diesem Zeitpunkt das Video noch nicht gesehen. So fand sie erst später heraus, wer wirklich für den Vorfall verantwortlich war. Es besteht kein Zweifel, dass die neuen Erkenntnisse die ohnehin schon verzweifelten Eltern des Mädchens besonders hart trafen, denn für sie war der junge Mann fast ein Familienmitglied. Sie konnten den Grund für seine Handlungen nicht verstehen, da er zuvor nie ein aggressives Verhalten gezeigt hatte. Zwar hatte er es gemocht, Streiche zu spielen,
was aber bei vielen Heranwachsenden üblich ist. In den Tagen nach der Beerdigung verhielt sich der junge Mann weiterhin so, als sei nichts geschehen. Er empfand nicht die geringsten Gewissensbisse. Als seine eigene Mutter ihn fragte, ob er wisse, was wirklich mit Nairobi geschehen sei, zögerte er und dann sagte er, sie sei ertrunken, ohne diesen Worten etwas hinzuzufügen. Als die Familie Montes in den Besitz des Videos kam, nahm sie sofort Kontakt mit Michaels Familie auf. Aber die Verwandten des jungen Mannes, die immer noch von seiner Unschuld überzeugt waren, erklärten, dass er nichts damit zu tun habe und dass die Person im Video jemand anderes sei. Michaels Verwandte dachten sich Geschichten aus und wollten nur eines, dass Nairobis Familie sie und Michael in Ruhe ließen. Aber das Gegenteil passierte. Die Eltern des Mädchens veröffentlichten das Video auf Facebook und sorgten dafür, dass es sich in rasender Geschwindigkeit verbreitete. Dies half ihnen offenbar, die Polizei dazu zu bewegen, den Fall so schnell wie möglich zu untersuchen und den jungen Mann in Gewahrsam zu nehmen und hinter Gitter zu bringen. Nachdem das Video viral ging, gab die dominikanische Polizei am Montag, den 16. September, die Verhaftung von Michael Amador Valero bekannt. Er wurde beschuldigt, ein 15-jähriges Mädchen in einem Swimmingpool gestoßen zu haben, was Anfang September desselben Jahres zu ihrem Tod durch Ertrinken geführt habe. Michael wurde daraufhin für einen Monat in Untersuchungshaft genommen, bis er am 9. Oktober, dem ursprünglich angesetzten Termin für die Gerichtsverhandlung, vor Gericht erschien. Die Gerichtsverhandlung wurde jedoch auf den 13. November 2019 verschoben, da der junge Mann keinen Anwalt hatte. Im Rahmen der Verhandlung mussten die Richter feststellen, ob der Angeklagte ein Motiv hatte, zum Zeitpunkt der Tat bei klarem Verstand war und nicht unter psychischen Problemen litt. Das endgültige Urteil hängt allein von der dominikanischen Justiz ab, doch die Angehörigen der Verstorbenen versuchen, den Ausgang des Falles zu beeinflussen. Insbesondere fordern sie, dass der junge Mann als Erwachsener strafrechtlich verfolgt wird und begründen dies mit der Grausamkeit seiner Taten und der Unzulänglichkeit des Jugendstrafrechts. Nach Ansicht der Angehörigen des Opfers sollten junge Menschen nicht um ihre Strafe herumkommen, wenn sie wie erwachsene Kriminelle schreckliche Taten begehen und nur aufgrund ihres Alters zu einer verminderten Strafe von einem, zwei oder drei Jahren verurteilt werden. Der Familie Montes wurde außerdem mitgeteilt, dass der Gefangene bei guter Führung vorzeitig nach zwei Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden könne. Dies machte die Angehörigen der Verstorbenen sehr wütend. Die Eltern des Mädchens sind der Meinung, dass Michael eine Gefahr für die Gesellschaft darstelle, dass er psychiatrische und psychologische Hilfe benötige und dass es vor allem unverantwortlich sei, ihn freizulassen, als ob nichts geschehen sei. Der Fall ist bisher noch nicht abgeschlossen. Der Angeklagte wird in Kürze von verschiedenen Spezialisten, vor allem Psychiatern, befragt werden, die ein genaueres medizinisches Gutachten über sein Verhalten im Allgemeinen und die von ihm begangene Tat erstellen müssen. Die beiden Familien haben die Frage, welcher Art von Beziehung Michael und Nairobi hatten, bereits beantwortet. Beide Familien sagten, dass die jungen Leute Freunde waren und dass eine Liebesbeziehung nicht in Frage kam. Außerdem hatte Nairobi Michael einmal erzählt, dass ein junger Mann, der viel älter war als sie, sich für sie interessierte. Aufgrund dieser Tatsache dachten viele Bekannte und auch einige seiner Verwandten, dass Michael sich wahrscheinlich zu Nairobi hingezogen gefühlt hatte. Aber weil sie ihn zurückwies, blieb er mit seiner verschmähten Liebe allein zurück. Und es schien, als könne der junge Mann nicht mit seiner Wut, seinem Zorn und seiner Ohnmacht umgehen. Im Laufe der Zeit wurden die Eltern von Nairobi auf Michaels abnormales Verhalten gegenüber ihrer Tochter aufmerksam. In einer Situation schleifte zum Beispiel der junge Mann das Mädchen über den Boden, um ihr das Handy wegzunehmen. Nairobis Mutter sprach später öffentlich über Michaels Verhalten und auch die Tante des Mädchens äußerte sich dazu. Anscheinend war der junge Mann in den Wochen vor dem Tag, an dem Michael Nairobi das Leben nahm, ihr gegenüber äußerst aggressiv. Die Familie des Mädchens konnte aber nicht ahnen, dass er so weit gehen würde. Sie dachten, es handele sich dabei um typische Teenager-Streitereien und Auseinandersetzungen. Zum Teil hatten sie damit bestimmt recht, denn wir haben alle schon mal gesehen, wie sich junge Leute manchmal untereinander verhalten. Und manchmal ist es nichts weiter als der Preis des Erwachsenwerdens. Aber manchmal endet es so wie jetzt. Es bleibt zu hoffen, dass die Gerechtigkeit siegt und die Familie zur Ruhe kommt. Das wird natürlich schwer für sie, weil sie den Verlust ihrer Tochter verkraften muss, eines jungen Mädchens, das nach Aussage der Familie ein Licht und eine Hoffnung für die Menschen um sie herum war und ihr ganzes Leben noch vor sich hatte.
Sharon Louise Kerr wurde am 21. Dezember 1970 in Belize geboren. Einem Land, das lange Zeit britische Kolonie war und British Honduras hieß. Sharon wuchs als eines von vier Kindern bei ihrer leiblichen Mutter und ihrem Stiefvater auf. Ihren leiblichen Vater hat sie nie kennengelernt und er schien sich auch nicht für ihr Schicksal zu interessieren. Ihre Eltern waren sehr grausam zu ihr und den anderen Kindern. Ihr Stiefvater war schwerer Alkoholiker und schlug sie oft aus Spaß. Auch ihre Mutter trank viel. Außerdem war sie sehr aufbrausend und jähzornig und ging oft gegen ihre eigenen Kinder vor. Im Jahre 1968 zog die Familie nach England, genauer gesagt in die Stadt Camberley, die in der Grafschaft Surrey liegt. Kurz nach dem Umzug zerbrach die Ehe von Sharons Mutter und ihrem Stiefvater. Dies geschah unmittelbar nach einem schweren Zwischenfall, bei dem es zu einem häuslichen Streit zwischen den Eheleuten kam und die Mutter des Mädchens ihren Mann mit kochendem Fett übergoss. Nach dem Weggang des Mannes, der zu diesem Zeitpunkt der einzige Erwerbstätige war, verschlechterte sich das Leben der Familie drastisch. In der Folge musste Sharon sogar für kurze Zeit in einer Pflegefamilie untergebracht werden. In der Schule wurde der Teenager zunächst als höfliches und aufgeschlossenes Mädchen beschrieben, doch mit der Zeit bemerkten andere, dass sich sein Verhalten rapide verschlechterte. So hatte Carr ein ausgeprägtes Disziplinproblem. Es schien, als würde sie absichtlich versuchen, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen. Einige Lehrer waren jedoch der Meinung, dass ihr Verhalten einfach unangemessen war. Sharons Leben war nie wirklich gut. Sie hatte keine guten Vorbilder. Ihre eigene Mutter mochte sie nicht und ihr ganzes Verhalten drückte völlige Gleichgültigkeit ihr gegenüber aus. Es mag so klingen, als würde ich versuchen, ihre Taten zu entschuldigen, aber das tue ich nicht. Ich möchte nur, dass sie verstehen, wie sie so geworden ist. Aber ich bin mir bewusst, dass wir ihre Beweggründe nicht bis zum Ende verstehen werden. Der Umzug von Belize nach England sollte eine Gelegenheit sein, eine Vergangenheit voller Aggression und Schmerz hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Die seelischen Traumata, die das Mädchen in ihrer frühen Kindheit erlitten hatte, hatten sich tief in ihr Bewusstsein eingegraben. Sie hatte einfach keine Chance, sich an das neue und vor allem das normale Leben anzupassen. Sharon war schon damals anders und unterschied sich auffallend von ihren Altersgenossen. Körperliche Aggression war für sie etwas Obligatorisches und Natürliches. Sie liebte es, ihre Klassenkameraden zu ärgern. Es bereitete ihr eine unglaubliche Freude, vergleichbar mit Aufregung. Auch zu Hause änderte sich die Situation nicht. Der gewalttätige und explosive Charakter ihrer Mutter setzte sich in der Beziehung zu ihrem neuen Partner fort. Das Mädchen kam zum ersten Mal mit gezielten Aggressionshandlungen in Berührung, und zwar unter der sorgfältigen Kontrolle ihrer Mutter, die seit langem eine überzeugte Anhängerin der Voodoo-Religion war. Die Frau lehrte ihre Tochter verschiedene Rituale, zu denen meist Tieropfer gehörten. Sharon wiederum nahm die erlernten Fähigkeiten als Chance wahr. Die Grausamkeit gegenüber anderen Lebewesen reizte auch sie, um es vorsichtig auszudrücken. Etwa zur gleichen Zeit begannen in der Nachbarschaft, in der die Familie des Mädchens wohnte, Haustiere zu verschwinden, die später entweder erschöpft oder enthauptet aufgefunden wurden. Fast alle Nachbarn verdächtigten Sharon oder zumindest ihre Mutter, diese Wahnsinnstaten begangen zu haben. Aus diesem Grund begannen die Menschen in ihrer Umgebung, ihre Familienmitglieder zu meiden. Einige wenige Freunde und Bekannte des Mädchens erzählten, dass sie tatsächlich eine Form von körperlicher Aggression gegen den Hund des Nachbarn angewandt hatte, indem sie ihm den Kopf abgeschnitten hatte. Dieselben Personen berichteten auch von anderen seltsamen Verhaltensweisen des Mädchens. So soll sie wiederholt verschiedene Nagetiere getötet und sogar als Nahrung verzehrt haben. Natürlich kann das nur ein Gerücht sein, aber wir können es weder bestätigen noch dementieren. Später wurde gemunkelt, dass das Mädchen Anzeichen von Neid gegenüber Gleichaltrigen zeigte, die in wohlhabenden Familien aufwuchsen.
Sie empfand es als ungerecht, dass ausgerechnet ihre Familie in Armut leben musste. Etwa zur gleichen Zeit gesellten sich illegale Substanzen zu dem bestehenden Cocktail aus Aggression, Neid, Armut und Tiermisshandlung. Sharon begann damit, als sie erst 11 Jahre alt war. Dies hatte sicherlich einen gewissen negativen Einfluss auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns und verstärkte die bereits vorhandene Neigung zu psychischen Störungen und den Wunsch, Menschen zu verletzen. Das erste Opfer des Teenagers war Katie Radcliffe, eine 18-jährige Studentin, die davon träumte, Friseurin zu werden. Katie war das genaue Gegenteil von Carr. Sie hatte eine normale, ruhige Kindheit. Sie war gut in der Schule und begann nach ihrem Abschluss Friseur- und Stylingkurse zu besuchen. Radcliffe hatte viele Freunde und verbrachte ihre Freizeit wie alle anderen Jugendlichen ihres Alters. Insgesamt gibt es nicht viele Informationen über sie, da sich der Fall auf den Täter konzentrierte. Darüber hinaus waren sowohl die Familie als auch die Freunde des Mädchens sehr zurückhaltend, wenn es darum ging, um sie zu sprechen, da ihr Verlust ihnen großen Schmerz bereitete. In den ersten Monaten nach dem Vorfall wollte sich niemand äußern, was angesichts der Brutalität, mit der ihr das Leben genommen wurde, nicht verwunderlich ist. Die Tat selbst geschah im Juni 1992. An diesem Tag hatte sich Katie von ihrem Freund getrennt und war, um sich zu entspannen, mit einigen Freunden in einen Nachtclub gegangen. Nachdem sie die Nacht mit ihren Freunden verbracht hatte, verließ Radcliffe das Lokal in den frühen Morgenstunden des 7. Juni. Dann stieg sie in ein Auto ein und bat den Fahrer, sie nach Hause zu bringen. Was genau geschah, nachdem das Mädchen zu den Tätern ins Auto gestiegen war, ist nicht bekannt. Es gibt nur wenige Versionen darüber, was passiert sein könnte. Alle basieren auf der Aussage von Sharon, sodass man in Betracht ziehen muss, dass ein Teil ihrer Aussage erfunden sein könnte. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden griff der Täter in Begleitung männlicher Komplizen das Opfer mit einem Messer an und fügte ihm mehr als 30 Wunden und Schnitte zu. Die Leiche des Opfers wurde anschließend in der Stadt Farnborough entsorgt, wo sie später von einer Gruppe Jugendlicher entdeckt wurde. Die Vermutung, dass es sich um Komplizen handelte, stützte sich vor allem auf die Tatsache, dass Sharon nicht gleichzeitig das Fahrzeug gefahren und auf das Opfer eingestochen haben konnte. Außerdem wäre sie aufgrund ihres jungen Alters nicht in der Lage gewesen, die Leiche des Opfers aus dem Auto zu entfernen. Das Erste, was den Ermittlern beim Auffinden des Opfers auffiel, war die Brutalität der Tat. Mehrere Dutzend Stich- und Schnittwunden wurden am Körper des toten Mädchens gefunden, einige davon im Genitalbereich. Es schien, als hätte jemand diesen Mord aus Ressentiment und unglaublichem Hass begangen. Aufgrund dieser Faktoren, insbesondere der Lage einiger Wunden, gingen die Polizeibeamten zunächst davon aus, dass die Tat von einem Mann in den 30ern begangen worden war. Aufgrund der Art des Angriffs wurde der Fall sehr gründlich untersucht. Den Behörden war klar, dass der Täter so schnell wie möglich gefasst werden musste, da er schon bald eine weitere Gräueltat begehen könnte. Aus diesem Grund konzentrierten sich die Ermittlungen auf die männliche Version des Täters und führten anscheinend ziemlich schnell in eine Sackgasse, da die Suche in die entgegengesetzte Richtung ging. Wenn wir über Fälle wie diesen berichten, sind wir daran gewöhnt, dass einzelne Strafverfolgungsbeamte oft unmotiviert oder eher nachlässig in ihrer Arbeit sind. In diesem Fall können wir jedoch weder den Ermittlern noch der Polizei einen Vorwurf machen, denn dieser Fall war in seiner Art einzigartig. Niemand käme auf die Idee, dass es sich bei dem Täter um ein 12-jähriges Mädchen handeln könnte. Zugegeben, solche Vermutungen klingen seltsam, vor allem zu Beginn der Ermittlungen. Es gab jedoch keine Anhaltspunkte dafür. Außerdem waren und sind Verbrechen, bei denen eine Frau einer anderen das Leben nimmt, äußerst selten. Ganz zu schweigen von einem Fall wie diesem, in dem ein 12-jähriges Mädchen einen derart kaltblütigen Angriff auf eine 18-Jährige verübte. Das schien einfach undenkbar und unmöglich. Und dieser Fall ist bis heute einzigartig. Natürlich gibt es viele Beispiele von Verbrechen, die von Jugendlichen begangen werden, aber in der Regel greifen solche Täter entweder Gleichaltrige oder ihre Eltern an. Außerdem hat Carr nicht nur einem anderen Mädchen das Leben genommen, sie hat es aus Spaß getan, ohne ein anderes Motiv für die Tat zu haben.
Alles in allem gab es viele Gründe, warum dieser Fall unlösbar schien. Aus diesem Grund und mangels Indizien wurden die Ermittlungen eingestellt. In der Zwischenzeit führte Sharon ihr normales Leben weiter. Fast 2 Jahre waren seit dem ersten Angriff vergangen und sie glaubte, sie sei damit davongekommen. Um ihre Emotionen und Gefühle so gut wie möglich festzuhalten, begann sie ein Tagebuch zu führen. Sie glaubte, das Töten sei ihre Berufung, ihr Beruf. Jedes Mal, wenn sie in den Spiegel schaute, sah sie nach eigener Aussage nicht sich selbst, sondern den Teufel in ihrem Spiegelbild. Bemerkenswert war auch ihre Vorliebe für scharfe Waffen. In ihrem Tagebuch zeichnete sie immer wieder verschiedene Messer. Ihr Lieblingsmesser war jedoch jenes, mit dem sie Katie getötet hatte. Der Gedanke an ein neues Verbrechen erregte sie sehr und sie nahm sich vor, es so bald wie möglich zu begehen. Genau 2 Jahre nach Katies Tod verübte Sharon einen weiteren Anschlag. Er fand in einem Gebäude in der Collinwood High School statt. Ihr neues Opfer ist eine 13-jährige Schülerin namens Anne Mary Clifford. Als Carr die Schule betrat, suchte sie sofort die Mädchentoilette auf. Unter dem Vorwand, einige Münzen verloren zu haben, bat sie Anne-Marie, die sich auf der Toilette befand, ihr bei der Suche nach dem Geld zu helfen. Das Mädchen, das Sharons Ruf kannte, war ein wenig verängstigt und beschloss, um sie nicht zu verärgern, der Bitte nachzukommen, die sich jedoch als Falle herausstellte. Sobald sie abgelenkt war und den Boden untersuchte, griff Carr nach einem Messer und stach ohne ersichtlichen Grund mehrmals auf das Opfer ein. Innerhalb eines Augenblicks erlitt Anne-Marie mehrere Stichwunden, die bis in ihren zarten Rücken reichten. Vielleicht hätte sie diesen Tag nicht überlebt, wenn nicht 5 andere Mädchen in diesem Moment versucht hätten, die Toilette zu betreten. Als einige von ihnen sahen, was vor sich ging, meldeten sie den Vorfall der Schulleitung. Fast sofort wurde Carr des Angriffs auf Anne-Marie für schuldig befunden und zu 2 Jahren Jugendhaft verurteilt. Man ging davon aus, dass sie nach Verbüßung der Strafe nie wieder frei sein würde, da sie anschließend zur Zwangsbehandlung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Behörden jedoch noch nicht erkannt, dass sie auch für den Mord an Katie Radcliffe verantwortlich war. Während ihrer Haftzeit wurde Sharon immer wieder extrem gewalttätig, sowohl gegenüber anderen Häftlingen als auch gegenüber dem Gefängnispersonal. Sie wurde daraufhin in ein psychiatrisches Gutachterzentrum eingewiesen, wo sie sich jedoch als unangepasst erwies und versuchte, mehrere Mitarbeiter zu erwürgen. Später wurde sie wegen dieser Tat wegen Körperverletzung angeklagt. Die Wahrheit über das, was mit Katie geschah, kam fast zufällig ans Licht. Im Großen und Ganzen machte Carr nie ein großes Geheimnis daraus, dass sie die Gräueltat begangen hatte. Und sie sprach darüber, als wäre es eines der wichtigsten Errungenschaften ihres kurzen Lebens. So fanden die Gefängnisbeamten heraus, dass Sharon in Telefongesprächen mit Freunden und Familienmitgliedern immer wieder über den Mord an Radcliffe sprach. Außerdem machte sie, wie sie später herausstellte, weiterhin Notizen in ihrem Tagebuch. In diesen Telefongesprächen gestand sie auch, dass sie versucht hatte, einen Angestellten der Kolonie zu vergewaltigen, in den sie nach eigenen Angaben verliebt war. Als die Wächter der Kolonie erfuhren, dass Sharon damit geprahlt hatte, Katie angegriffen zu haben, meldeten sie dies den Ermittlern und beschlagnahmten auch ihre Manuskripte und Zeichnungen. Kurz darauf wurde die Täterin im Fall Katie Radcliffe zur Vernehmung vorgeladen. In dieser polizeilichen Vernehmung gestand sie den Mord und gab Einzelheiten der Tat an, die außer ihrem Angreifer niemand hätte wissen können. Daraufhin wurde das Haus, in dem sie vor ihrer Inhaftierung gewohnt hatte, durchsucht. In ihrem Zimmer fand man ihr erstes Tagebuch, in dem sie verschiedene Einzelheiten der Tat niedergeschrieben hatte, darunter auch ihre Gefühle zum Zeitpunkt des Angriffs. Nachdem die Polizei Carrs Aufzeichnungen gelesen hatte, erfuhr sie unter anderem, dass sie eine lange Vorgeschichte von Grausamkeit und körperlicher Aggression gegenüber Tieren hatte. Die Verdächtige gab den Ermittlern später mehrere Erklärungen zu dem ersten Angriff. In jeder Version änderte Sharon einige Details, konzentrierte sich aber immer auf die Beschreibung der Szene des Massakers und der Freude, die sie dabei empfand. Insgesamt wurde sie 27 Stunden lang verhört. Carr sprach vor allem darüber, dass sie zum Zeitpunkt des Angriffs in Begleitung mehrerer junger Männer gewesen sei und dass sie Katie vor ihrem Tod zu intimen Handlungen gezwungen habe.
Unter anderem nannte sie sogar die Namen der angeblichen Komplizen des Verbrechens, aber die jungen Männer konnten Alibis vorweisen und wurden schnell als Verdächtige ausgeschlossen. Das Tagebuch der Täterin wurde zum Schlüsselbeweis in dem Fall, da die darin beschriebenen Details die Möglichkeit, dass sie sich die Tat ausgedacht hatte, praktisch ausschlossen. Die Ermittler konnten sich jedoch immer noch nicht erklären, wie ein 12-jähriges Mädchen der 18-jährigen Katie das antun konnte, was sie behauptete, getan zu haben. Trotz einiger unbeantworteter Fragen stand Sharon wegen des Mordes an Katie Radcliffe vor Gericht. Obwohl sie bereits mehrfach in Verhören gestanden und die dem Opfer zugefügten Verletzungen detailliert beschrieben hatte, weigerte sie sich vor Gericht, sich schuldig zu bekennen. Dies spielte jedoch keine große Rolle. Ihre Tagebuchaufzeichnungen reichten den Geschworenen aus, um sich ein Bild zu machen. Die Geschworenen berieten 5 Stunden lang, bis sie zu einem einstimmigen Urteil kamen und sie für schuldig befanden. Sharon Louise Carr wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt und ist damit offiziell die jüngste Mörderin in der Geschichte Großbritanniens. Nach der Urteilsverkündung verließ Carr lächelnd den Gerichtssaal, als wäre es ihr lang gehegter Traum gewesen, eine so lange Zeit ihres Lebens im Gefängnis zu verbringen. In der Presse wurde Carr als Tochter des Teufels bezeichnet. Die Medien berichteten ausführlich über die historische Verurteilung einer so jungen Straftäterin und hoben ihre Besessenheit von Grausamkeit hervor. Nach ihrer Verurteilung wurde Carr im HM Prison Holloway inhaftiert, aber 1998 wurde sie in eine psychiatrische Klinik verlegt. Dort verübte sie mehrere Übergriffe auf andere Gefangene und das Anstaltspersonal. Während dieser Zeit wurde sie wiederholt von Schulmedizinern und Psychiatern untersucht, die feststellten, dass sie an einer schizoaffektiven Psychose litt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Schizophrenie und affektiven Störungen wie Depressionen. Außerdem kamen die Experten zu dem Schluss, dass sie an mehreren antisozialen Borderline-Persönlichkeitsstörungen litt. Manchmal behauptete sie zur Überraschung aller, dass sie sich für eine Eidechse halte. Sie versuchte auch, sich selbst Verletzungen zuzufügen, um herauszufinden, ob dies wirklich der Fall war. Im Jahr 2004 versuchten Sharons Anwälte, ihr aktuelles Urteil anzufechten. Sie wollten das Strafmaß in Totschlag umwandeln. Der oberste Gerichtshof lehnte jedoch alle Berufungen ab. 3 Jahre später wurde Carr ins Gefängnis zurückgebracht und im Hochsicherheitstrakt untergebracht, weil sie immer noch eine große Gefahr für andere Häftlinge darstellte. In der Begleitverfügung hieß es, sie benötige keine Medikamente mehr, da diese nicht mehr wirkten. Mit anderen Worten, sie konnte nicht geheilt werden. Im Jahr 2018 wurde Sharon in ein anderes Gefängnis verlegt. Dies geschah fast unmittelbar nach einem Zwischenfall, bei dem sie einen anderen Häftling tätlich angegriffen hatte. Nach 2 Jahren stellten Carrs Anwälte einen neuen Antrag, der jedoch ebenfalls abgelehnt wurde. Die Strafvollzugsbehörden waren der Ansicht, dass die Straftäterin nach wie vor eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Sie habe weiterhin paranoide Pläne, andere Menschen körperlich anzugreifen. Sie befindet sich noch immer im Gefängnis, obwohl sie ihre Strafe bereits verbüßt hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.